Ihre Majestät Queen Elizabeth II. Seit 70 Jahren sitzt sie auf dem Thron. Im Sommer finden die Jubiläumsfeierlichkeiten dazu statt. Die Queen steht für Kontinuität und Verlässlichkeit und ist im Volk beliebt. Ein Fels in der Brandung. Doch die Zustimmung genießt vor allem Elizabeth als Person. Viele Jüngere beginnen mit der Monarchie zu hadern. Und dann fallen auf das Haus Windsor in jüngster Zeit auch noch immer mehr Schatten. Prinz Andrew wird sexueller Missbrauch vorgeworfen. Der jüngste Sohn, Prinz Harry und seine Frau Meghan, kehren dem Königshaus den Rücken. Beobachter spekulieren bereits über ein Ende der über 1000 Jahre alten britischen Monarchie. Und über die Zukunft der britischen Monarchie wollen wir sprechen mit der Adelsexpertin Julia Melchior. Guten Tag. Guten Tag. Frau Melchior, Ihre Kollegin aus Großbritannien, die Royal Reporterin Margaret Holder, hat kürzlich attestiert, dass Haus Windsor zerfalle Stein für Stein. Eine ziemlich düstere Prognose. Was sagen Sie denn dazu? Also so hart würde ich mit den Briten jetzt nicht ins Gericht gehen. Ich finde, es sind Reformen überfällig im britischen Königshaus. Und das sieht man jetzt klar und deutlich. Also der Fall Prinz Andrew, der Fall Prinz Harry zeigen einfach, wie diese, ich sag mal, Nebenfiguren im Königshaus einfach mit ihrer Rolle hadern. Sie haben nichts zu tun. Sie kosten den Steuerzahler Geld. Und es ist längst überfällig, was andere Monarchien in Europa ja auch schon vorgemacht haben, gerade wenn wir mal nach Skandinavien gucken oder in die Niederländer, dass man die Königsfamilie verschlankt und auf die Kernfamilie reduziert. Und ich glaube, das ist der entscheidende Schritt. Aber klar, es ist natürlich auch nach 70 Jahren auf dem Thron durch die Queen, ist es natürlich auch mal an der Zeit zu bestimmten Reformen im Königshaus. Wie sehr hat denn der Tod von Prinz Philipp, dem Ehemann von Queen Elizabeth, im vergangenen Jahr zum Nachlassen der Popularität der Monarchie geführt? Prinz Philipp war ein herausragendes Mitglied der Königsfamilie. Alle Briten hatten in irgendeiner Art und Weise eine Beziehung zu Prinz Philipp. Er hat alle Menschen in seinem hohen Alter natürlich irgendwie durchs Leben mit begleitet und er hat sich sehr, sehr eingebracht in das Königreich. Er hat unheimlich viel Gutes getan und er war halt einfach auch eine großartige Persönlichkeit. Und der Fels in der Brandung an der Seite der Queen, er hat einen großen Verlust in das Königshaus gerissen und auch eine neue Ära in gewisser Weise jetzt auch eingeläutet, denn auch die Queen wird nicht ewig leben. Und man sieht ja auch zunehmend, dass die jüngeren Generationen immer mehr Aufgaben übernehmen. Und einmal hat mir ein Mitglied der Republikanischen Vereinigung in Großbritannien gesagt, May the Queen live forever, soll die Königin ewig leben. Denn auch unter den Republikanern, unter den Monarchiegegnern ist die Königin sehr beliebt und Prinz Philipp war sehr beliebt. Eigentlich in allen Bevölkerungsschichten Großbritanniens. Das war schon ein großer Verlust fürs Königshaus, aber vor allen Dingen natürlich für die Queen. Die Akzeptanz des Königshauses hängt ja auch davon ab, wer nächster König wird. Der erste in der Thronfolge wäre natürlich Prinz Charles, der älteste Sohn der Queen. Aber auch Prinz William wird ja immer wieder als jemand gehandelt, der übernehmen könnte. Was glauben Sie denn, wer für das Image des Königshauses der bessere wäre? Gut, also für das Image des Königshauses sicherlich Prinz William, weil er mehr Generationen anspricht. Aber Prinz Charles also genießt in den letzten Jahren großen Rückhalt in der Bevölkerung. Auch gerade die jüngeren Generationen haben verstanden, dieses Thema Klimawandel und Umweltschutz, das ist etwas, wofür Prinz Charles, der früher mal irgendwie als Spinner verspottet worden ist, seit 40 Jahren auf seiner Agenda hat. Also selbst jüngere Leute sehen in Prinz Charles eigentlich irgendwie einen der Iren, weil er für ihre Ziele eintritt. Und man sieht ihn jetzt auch immer mehr bei den Gipfeltreffen und so. Er ist halt ein Gesicht geworden für den Klimaaktivismus. Und aber natürlich sprechen William, und da spielt auch seine Kate halt eine große Rolle, sprechen die jungen Menschen mehr an. Aber es besteht keine Frage darüber, wer der nächste König wird, denn das ist vorgeschrieben, es steht niedergeschrieben, dass der Nachfolger der Queen ist der Prince of Wales und das ist Prinz Charles. Er kann aber
zugunsten der nächsten Generation abdanken und würde sich damit wahrscheinlich unsterblich machen. Er könnte die Rolle der grauen Eminenz übernehmen im Hintergrund und damit also auch wirklich einen Impuls geben für eine große Modernisierung im britischen Königshaus. Aber ob der Fall eintreten wird, ist eigentlich schwer vorstellbar. Also die einzige Möglichkeit, dass die Krone direkt von Großmutter auf Enkel übergeht, wäre die, dass Prinz Charles sagt, also einfach verzichtet quasi. So steht es in der ungeschriebenen Verfassung Großbritanniens, ja. Okay, Sie haben gerade schon die Rolle von Kate, der Frau von Prinz William, angesprochen. Welche Rolle spielt sie denn? Also ich habe viele Artikel gelesen, die sie schon so als die neue Königsmacherin sehen. Ist sie denn so ein bisschen die Power im Hintergrund? Ja, unbedingt. Also was heißt die Power im Hintergrund? Ich finde, dieses Paar funktioniert als Tandem einfach. Das sieht man also auch in den öffentlichen Auftritten. Die funktionieren gut zusammen. Es ist immer klar, er ist eigentlich die Hauptfigur, weil er eines Tages den Thron besteigen wird. Sie ist seine Gemahlin. Das ist ja immer noch so, also sehr undefiniert, auch das, was von dem Ehepartner erwartet wird. Das kennen wir auch aus der Zeit von Elisabeth und Prinz Philipp. Diese schwierige und etwas undankbare Aufgabe des Ehepartners eines Monarchen. Aber diese Rolle füllt die Kate ja doch mit großer, mit Glanz aus, aber auch mit viel Inhalt. Also sie hat Themen, die sie besetzt, für die sie sich stark macht und damit auch viele Leute erreicht. Und sie spielt eine große Rolle natürlich, also auch für die ganze Ausstrahlung dieses Königshauses. Es ist bewundernswert, wie die sich in den letzten 10 Jahren eigentlich so entwickelt hat. Sie war ja sehr vorsichtig, hat sich also auch immer sehr gut eingefügt in dieses Königshaus, weil sie halt nur eine von vielen ist, die quasi der Krone dient, aber halt doch eine der Hauptfiguren. Sehr zurückhaltend, hat viele Jahre gelernt, sich das alles angeguckt. Und in den letzten Jahren kommen also William und Kate immer weiter zum Zuge und übernehmen einen immer aktiveren Part und machen das großartig. Also die genießen eigentlich Respekt in der ganzen Bevölkerung. Also ist davon auszugehen, dass wenn Prinz William den Thron besteigen sollte, dass dann Kate nicht nur die Frau an seiner Seite sein wird, sondern auch aktiv gestalten würde? Naja gut, also sie wird ihre Rolle ausfüllen, aber es ist klar, er wird der König sein, der regierende König. Aber sie ist halt nur die Frau an seiner Seite, die Gemahlin, the Queen Consort. Aber natürlich spielt sie eine ebenso wichtige Rolle. Die Staatspapiere wird er jeden Tag lesen müssen, aber sie muss halt auch trotzdem dieses Haus repräsentieren, das ganze Königreich repräsentieren und halt auch diese Gesellschaft vereinen, eine Brücke bilden zur Gesellschaft. Und insofern spielt sie eine große Rolle, ja. Jetzt haben Sie gerade von einem Tandem gesprochen. Ein anderes Tandem hat sich ja ein bisschen ins Aus geradelt. Prinz Harry und seine Frau Meghan haben Großbritannien in Richtung USA verlassen. Wie sehr hat denn das dem Image geschadet? Ja, schon massiv. Also auf der einen Seite wurde da offenbart, dass dieses Königshaus halt doch etwas reformbedürftig ist. Auf der anderen Seite wurden dann natürlich auch Vorwürfe laut, gegenüber der Königsfamilie, gegenüber der Institution, die dem Königshaus geschadet haben. Und sie hinterlassen eine Lücke, das darf man auch immer nicht vergessen, die beiden waren ja auch wirklich Leistungsträger, also Harry war das und Meghan wurde dazu aufgebaut, die auch viele Aufgaben schultern sollten vom Königshaus und auch natürlich auch viel Präsenz zeigen, darum geht es ja auch, dass man also in die Dörfer fährt, in die Orte fährt, die Institutionen besucht und die Krone muss halt präsent sein durch die Königsfamilie und die haben auch eine bestimmte Bevölkerungsgruppe angesprochen, die werden durch William und Kate halt so nicht erreicht, weil William und Kate, die verkörpern doch ein sehr traditionelles Familienbild, total integer, sehr werteorientiert, aber ebenso diese junge, diverse Gesellschaft, die hat sich doch also in Harry und Meghan mehr wiedergefunden und da haben sie natürlich eine Lücke gerissen, die auch erstmal geschlossen werden muss. Also Sie haben es ja schon so ein bisschen angesprochen, Meghan war ja die erste Windsor of Color, wenn man so will. Ist das denn auch in den Schichten, die eben nicht seit Jahrhunderten in Großbritannien leben, da hatte sie ja einen gewissen Rückhalt. Wird jetzt das Königshaus auch da ein schlechteres Image bekommen oder hat das
Image in diesen Schichten gelitten? Eigentlich nicht. Also eigentlich wird ja diese Königsfamilie auch deshalb irgendwie von allen Bevölkerungsgruppen akzeptiert, unabhängig von vom religiösen, kulturellen Migrationshintergrund, weil sie halt so überparteilich sind und weil sie halt auch permanent da sind. So, diese Queen lebt ja schon seit über 95 Jahren, aber sie sitzt ja auch schon in dieser Position seit 70 Jahren. Also in gewisser Weise kann sich schon auch jede Altersgruppe mit denen identifizieren. Sie ist das Oberhaupt des Commonwealth und da gibt es so viele People of Color, die Queen als ihr Staatsoberhaupt sehen. Also insofern glaube ich nicht, dass das Ansehen der Königsfamilie in den Bevölkerungsgruppen gelitten hat. Aber die Vorwürfe, die da in den Raum gestellt worden sind und auch eigentlich vehement abgewehrt werden von der Königsfamilie. Prinz William hat ja selber gesagt, wir sind keine Rassisten. Das darf man auch immer nicht vergessen. Also da wurde ist viel unausgesprochen und da gibt es wohl noch sehr viel Klärungsbedarf. Jetzt haben Sie gerade auch das Commonwealth angesprochen. Barbados ist ja jetzt kürzlich ausgeschert, hat sich zur Republik ernannt. Glauben Sie denn, dass da andere Länder folgen könnten? Ja gut, es gibt ja auch immer mal wieder Tendenzen, auch in Australien. Und es ist die große Leistung eigentlich, die erwartet wird, dieses Commonwealth auch noch zusammenzuhalten. Aber die Krone stellt sich dem auch nicht entgegen. Also sie sind halt unpolitisch, die Queen ist unpolitisch, diese ganze Familie, das wird davon von denen auch erwartet. Aber es gibt ja auch Unabhängigkeitsbewegungen im eigenen Land, also Schottland, es ist ja nicht auszuschließen, dass es da bald ein Referendum geben wird, aber witzigerweise wollen die Schotten ja dann doch an der Monarchie festhalten. Also insofern würde dann Schottland wahrscheinlich so eine Rolle einnehmen wie die anderen Commonwealth-Staaten. Die Krone darf nicht politisch sein, sie soll etwas Vereinendes haben und sie versuchen es, sie zeigen große Präsenz in den vier Nationen Großbritanniens, aber halt auch in Übersee, in den Commonwealths, Königreichen. Aber sie sind halt auch nicht übermächtig. Jetzt nimmt die Krone keinen Einfluss auf die Politik, aber umgekehrt, die Politik hat ja auch Einfluss auf die Krone. Sie haben gerade angesprochen, die Unabhängigkeitsbestrebungen in Schottland. Wenn das Vereinigte Königreich nicht mehr so vereinigt ist, wie es ursprünglich war, hat das doch auch Auswirkungen auf das Königshaus, oder? Ja, aber angenommen, es wäre nicht mehr so vereinigt, wie es das jetzt ist, also dieses Referendum würde sich für die Unabhängigkeit Schottlands entscheiden, aber an der Monarchie festhalten, dann wäre die Königin oder eines Tages Charles oder William, wann auch immer das eintreffen wird, wären dann König von Großbritannien und Nordirland und Schottland. Also es würde dann eine andere Form. Das ist aber auch irgendwie diese Monarchie ist eine der ältesten der Geschichte und sie hat sich halt auch immer wieder verändert. Und ein kluger Kopf hat mal gesagt, um zu bleiben, wer man ist, also um an dieses Königshaus, dass es eine Zukunft hat, muss man sich verändern. Und insofern sind da gewisse Veränderungen zu erwarten. Jetzt haben wir schon über Tradition und Moderne geredet, aber es gibt ja auch einfach die ganz dunklen Seiten, zum Beispiel den Fall von Prinz Andrew mit dem Vorwurf des sexuellen Missbrauchs. Ihm wurden jetzt alle militärischen Ränge aberkannt, also er wurde quasi unehrenhaft entlassen. Das ist doch auch desaströs für das Image der Krone, oder? Yes. Es ist ein Albtraum. Es ist auch nicht aus meiner Sicht nicht zu erklären, weil ich auch noch andere Königshäuser beobachte, wieso eigentlich erst jetzt die Reißleine gezogen worden ist. Warum hat das Königshaus nicht schon viel früher reagiert? Weil er war kein Leistungsträger, er hat den eigentlich nicht viele Aufgaben abgenommen, den entscheidenden Figuren im Königshaus, sondern Prinz Andrew hat ja schon seit vielen Jahren immer irgendwie die Frage aufgeworfen, welchen Nutzen bringt er überhaupt dieser Institution oder kostet er nicht einfach nur? Also es ist einfach ein Trauerspiel. Es wirft auch die Frage auf, was ist grundsätzlich auch in Zukunft mit solchen Figuren, diesen Nebenfiguren im Königshaus zu tun? Also muss man die nicht eigentlich viel früher in die Unabhängigkeit
entlassen, dass die also auch schon irgendwie ein Studium aufnehmen, dass sie halt ein Leben als Anwalt, als Lehrer oder als Physiotherapeut selber leben können, als Private Royals sozusagen, und nicht immer irgendwie im Zugzwang sind, dieser Krone zu dienen, weil sie einfach gar keine Bestimmung mehr haben. Ich finde, das ist ein zeitgemäßer Schritt, den andere Königshäuser ja auch vorleben, und da hat die britische Monarchie doch Nachholbedarf, und er hat dem Ansehen der Krone sehr geschadet, und insofern ist es jetzt wirklich an dieser kleinen Kernfamilie, das sind Charles, natürlich die Queen, aber auch Charles, Camilla, William und Kate, die da jetzt halt wieder diesen Schaden reparieren müssen. Nur aus Sicht der Presse ist natürlich, und wer die Netflix-Serie The Crown kennt, weiß das ja auch, sind die Nebenfiguren ja oft die spannendsten. Insofern kann das Königshaus natürlich versuchen, die Kernfamilie im Fokus zu halten, aber ne, die Presse wird sicherlich auch den Fehltritt des Anwalt gewordenen Sohnes berichten. Insofern, vor allem bei Jüngeren. Natürlich, die haben immer strahlen so viel Glanz aus, und das Interesse ist so groß auch an den Nebenfiguren. Klar, auch der Anwalt wird die Presse wahrscheinlich nie loswerden, richtig. Jetzt hat eine Umfrage von YouGov ergeben, dass vor allem Jüngere, die das Königshaus nicht unbedingt ablehnen, aber kritisch sehen. Nur noch ein Drittel der 18- bis 24-Jährigen ist vollen Herzens für die Monarchie. Woran liegt das? Ist das Königshaus auch zu uncool? Gut, die Queen ist natürlich einfach schon so weit weg aus dem Leben der jüngeren Leute. Die empfinden einfach gar keine Identifikation. Dann ist das Gleiche betrifft auch Charles und Camilla, und dann William und Kate stehen halt auch für ein sehr traditionelles Familienbild, mit dem sich so junge Leute, die 18 bis 24 vielleicht noch nicht so identifizieren können. Aber es ist ja tatsächlich auch das Phänomen immer so, dass je älter man wird, desto mehr können sich die Menschen dann also auch mit so einer Institution Königshaus identifizieren und sehen dann also auch die Vorteile. Denn es ist halt junge Leute, die fragen nach der Demokratie, die fragen nach Kosten. Und gerade dieser Kostenaspekt ist ja ein sehr großer in Großbritannien. Und wenn man aber Kosten und Nutzen dieses Königshauses in eine Waagschale wirft, war es bisher halt immer so, dass der Nutzen überwiegt, und solange das so ist, hat auch so ein Königshaus sicherlich seine Berechtigung. Und das Argument, das sei undemokratisch, ein Staatsoberhaupt zu haben, das nicht gewählt ist von den Menschen, das trifft in dem Fall natürlich auch nicht so zu, denn Großbritannien ist durch und durch eine Demokratie. Sie leistet sich halt das Ornat des Königtums. Jetzt haben Sie ja vorhin schon die möglichen Reformen angesprochen. Was würden Sie denn als das Wichtigste empfinden, was das Königshaus nach Queen Elizabeth reformieren müsste? Vielleicht könnte man vom britischen Königshaus auch mehr Transparenz erwarten. Ich finde, das machen doch die skandinavischen oder kontinentaleuropäischen Monarchien alle sehr gut vor, dass man weiß, welches Mitglied des Königshauses kostet den Steuerzahler wie viel. Es ist einfach, die sind einfach in einem größeren Rechtfertigungsdruck, als das früher der Fall war. Und dadurch sieht man die ja auch so häufig, denn sie müssen ja auch zeigen, dass sie etwas tun. Die meiste Arbeit findet eigentlich hinter den Kulissen ab, und trotzdem müssen sie ständig ja so präsent sein auf Veranstaltungen und zeigen, dass sie irgendwie einen Nutzen stiften. Also es ist sicherlich das Thema der Kostentransparenz, glaube ich, ist ein großes, und auch die jüngeren Menschen anzusprechen. Und das gelingt durch die jüngeren Generationen natürlich leichter als durch einen König Charles und eine Königin Camilla, wenn sie denn dann an der Reihe wären. Aber ich habe ja schon eingangs gesagt, dass die jungen Leute das ganze Thema Klima und Umwelt dann doch in dem Charles wiederentdecken. Und dadurch hat er also auch sehr viele Pluspunkte gesammelt. Alles klar, Julia Melchior, Adelsexpertin, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen, bis dann.